Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, aber auch die Flüchtlingspolitik der Landesregierung steht langsam, aber sicher kurz vor dem Scheitern. Und die Orientierungslosigkeit der Sozialdemokratie hat der Redebeitrag des Kollegen Dr. Stegner ziemlich deutlich offenbart. Die vielen ehrenamtlichen Helfer, die ein einigermaßen funktionierendes System der Flüchtlingshilfe erst ermöglichen, haben zunehmend Überlastungsbefürchtungen. Anstatt jetzt sachorientiert und geschlossen Steuerungsinstrumente zu etablieren, um wenigstens einen Teil der verloren gegangenen Handlungsfähigkeit zurückzuerlangen, haben Union und SPD das hier in Rede stehende Asylpaket 2 mit einer fast beispiellosen Peinlichkeit geschnürt. Nachdem sie es bereits im November letzten Jahres zum ersten Mal beschlossen hatten, haben sie erst einmal 3 Monate gestritten und das auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht. Die SPD wollte zwischenzeitlich straffällig gewordene Asylbewerber die Gefängnisstrafe im Heimatland verbüßen lassen und vermeintlich unsolidarischen EU-Mitgliedstaaten Finanzmittel streichen. Die CDU will eigentlich einen vollständigen Kurswechsel, wobei ständig Maßnahmen gefordert werden, die wahlweise gegen die Genfer Flüchtlingskonvention oder Europarecht oder beides verstoßen, kommt aber an der eigenen Kanzlerin nicht vorbei. Die CSU stellt in ihren Augen keine Kanzlerin, weshalb sie diese eine Herrschaft des Unrechts vorwirft und erwägt, die Bundesregierung, der sie selbst angehört, vor dem Bundesverfassungsgericht zu verklagen. Das ist doch ein unglaubliches Schauspiel. Die Menschen im Land gewinnen den Eindruck, dass unser politisches System in Krisensituationen in eine Schockstarre verfällt, dass die Exekutive gelähmt und die Legislative gleich verzichtbar ist, weil sie in den entscheidenden Fragen der Flüchtlingspolitik gar nicht mal gefragt wird. Das Schlimme daran ist, dass sowohl die Art der Debattenkultur als auch der zwischen den Regierungsparteien ausgebrochene Überbietungswettbewerb nicht nur den Parteien selbst schaden, sondern vor allem den Parlamentarismus an sich und damit am Ende uns allen. Das Gleiche gilt für den Zustand unseres Rechtsstaates. Wenn an mancher Stelle der politische Wille fehlt, geltendes Recht durchzusetzen, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in den Rechtsstaat. Auch hier im Land sieht es nicht besser aus. Und damit meine ich nicht die Debatte über die Erlasslage bei der Polizei. Der Ministerpräsident macht seine Zustimmung zu der Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer vom Votum des Auswärtigen Amtes abhängig. Und als die entsprechende Billigung vorliegt, wird er von Dr. Stegner zurückgepfiffen. Was ist das eigentlich für eine Haltung, Herr Dr. Stegner, sich zu enthalten, nachdem Sie als stellvertretender Bundesvorsitzender in Berlin zugestimmt haben, um jetzt zu erklären, dass das Ihnen selbst peinlich ist? Und der grüne Teil der Regierung empört sich lieber reflexartig über sämtliche Vorschläge, mitunter ja auch völlig zu Recht, weil er seine durchaus lobenswerten Grundsätze lieber nicht der Wirklichkeit anpassen will. Es ist aber zu wenig, Frau von Kalm, immer nur darauf zu hoffen, dass der grüne Ministerpräsident Kretschmann schon alleine alle dem zustimmen werde. Es reicht auch nicht, sich immer nur darüber einig zu sein, die Fluchtursachen bekämpfen zu wollen und die europäischen Außengrenzen zu sichern, wobei die Herren Gabriel und Steinmeier nach einer bemerkenswerten Kehrtwende neuerdings ja auch bereit sind, und ich zitiere, zusätzliche Maßnahmen an den Binnengrenzen Europas zu ergreifen, um die Flüchtlingsströme besser kontrollieren zu können. Zitat Ende. Besser hätte es Herr Kauder, Herr Seehofer oder Herr Söder auch nicht sagen können. Das sind zwar in der Sache alles vollkommen richtige Forderungen, bei denen Sie uns an Ihrer Seite wissen, doch wenn wir ehrlich und realistisch sind, wissen wir doch, dass sich das kurzfristig überhaupt nicht umsetzen lässt. Genauso ist es doch parteiübergreifend Konsens, dass wir eine europäische Lösung brauchen, aber davon sind wir erstens weit entfernt und zweitens heißt europäische Solidarität, anders als es manch ein Vertreter von CDU und SPD versteht, auch nicht, sich an den deutschen Interessen zu fügen. Ich würde wirklich auf die anderen europäischen Länder hören, die es mittlerweile leid sind, am deutschen Wesen genesen zu sollen. Und der schlimmste Auftritt hat der Parlamentspräsident des Europäischen Parlaments, Schulz, SPD, gegenüber Regierungen geliefert, die demokratisch ins Amt gekommen sind. So kann man mit europäischen Nachbarn, auf deren Mithilfe man angewiesen ist, nicht umgehen. Alle diese Forderungen, die erhoben werden, fordern keinen Mut. Was wir jetzt brauchen, sind nationale Lösungen. Das Asylpaket 2 ist auf dem Weg dahin auch sicher kein unvernünftiger Schritt. Wir können den Regelungen auch grundsätzlich zustimmen, weil sie für sich genommen jedenfalls nicht ungeeignet sind. Dazu gehört auch die Einstufung der Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten, wenn man sich die aktuellen Zahlen vor Augen hält. Allein im Dezember 2015 kamen fast 2.300 Asylbewerber aus Algerien, 3.000 aus Marokko nach Deutschland, während im Gesamtjahr 2014 weniger als 4.000 Menschen aus diesen beiden Staaten Asyl in Deutschland begehrt hatten. Im Vergleich zum Juli 2015 stellt dies eine Verfünffachung der Zugangszahlen dar. Die bisherige Schutzquote im Jahre 2015 betrug bei algerischen Staatsbürgern 0,98%, bei Marokkanern 2,29% und bei Tunesien 0,02%, übrigens ein Land, in das die Deutschen gerne in Urlaub fliegen. Und wenn die Kritiker jetzt wieder entgegnen, dass die Einstufung als sicheres Herkunftsland wirkungslos sei, dem empfehle ich einen Blick auf die Zugangszahlen vom Westbalkan. Während im März 2015 noch 11.729 Kosovaren einen Asylantrag stellten, waren es im Dezember, nachdem das Land zum sicheren Herkunftsland erklärt worden ist, nur noch 451. Und das zeigt, diese Maßnahme hat Signalwirkung.
Und bei allen berechtigten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Einstufung ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat als verfahrensbezogene Regelung das Grundrecht auf Asyl nicht beseitigt, sondern eine widerlegbare Vermutung etabliert. Die Behauptung, das Asylrecht werde damit beseitigt, ist schlicht und ergreifend falsch. Herr Abgeordneter Kubicki, gestatten Sie eine Fragebemerkung des Abgeordneten Dr. Stegner. Herr Kollege Kubicki, haben Sie zur Kenntnis genommen, dass der Ausweisung der Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsstaaten vorausgegangen ist, dass man dort den Antragstellerinnen, und zwar durch Einwirkung Schleswig-Holstein, so ist das ins Paket gekommen, gesagt hat, statt dass ihr einen abgelehnten Asylantrag bekommt mit Wiedereinreisesperre, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr einen Arbeitsplatz bekommt, nach Deutschland zu kommen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass in der Tat viele diesen falschen Weg nicht beschritten haben. Nicht die per se Ausweisung, die wir mit Staaten ja, wo wir nicht mal Rückführungsabkommen haben, die gar keine Veränderung. Und das war der Unterschied. Insofern war es die Einwirkung präzise dieser von Ihnen eben kritisierten Koalition, die dafür gesorgt hat, dass ein wirksames Mittel im Kontext mit den Balkanstaaten angewandt worden ist. Das war der Fakt und nicht so, wie Sie es behauptet haben. Herr Dr. Stegner, ich bedauere Ihre beschränkte Sichtweise. Das Recht, in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt sich zu etablieren, wenn man entsprechend Arbeitsplatz nachweisen kann, gilt grundsätzlich, nicht nur für die Balkanstaaten, sondern grundsätzlich. Haben die Balkanstaaten überhaupt nichts zu tun. Aber ich stimme Ihnen zu, dass es wichtig ist, ein Einwanderungsgesetz zu schaffen, das die Möglichkeit eröffnet, legal nach Deutschland zu kommen, wenn man hier seinen Lebensunterhalt verdienen will, was momentan nur möglich ist über das Asylverfahren. Und deshalb plädiere ich ja dafür, dass wir neben den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, noch ein Einwanderungsgesetz schaffen, damit diese Probleme, die Sie beschrieben haben, gar nicht mehr auftreten können. Ja, aber es hat doch mit den Balkanstaaten überhaupt zu tun. Denn aus jedem anderen Land der Welt kann jemand, der einen Arbeitsplatz nachweist und ein bestimmtes Einkommen sicherstellt, nach Deutschland einwandern. Aus jedem anderen Land, die Behauptung, die SPD habe das durchsetzen müssen, ist schlicht und ergreifend Unsinn. Künftig muss auch bei den Menschen aus sicheren Herkunftsländern das Bundesamt jeden Antrag prüfen, ob im Einzelfall nicht doch eine Verfolgung droht. Das Gleiche gilt für die geplante Begrenzung des Familiennachzugs. Es mag möglich sein, dass sowohl die Europäische Menschenrechtskonvention als auch die UN-Kinderrechtskonvention beeinträchtigt werden. Tatsache ist aber, dass die EU-Richtlinie zur Familienzusammenführung dem Gesetzgeber Verpflichtungen nur für Flüchtlinge auferlegt, nicht jedoch für subsidiär Schutzberechtigte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die hier in Rede stehenden Maßnahmen sind Schritte in die richtige Richtung. Die Probleme werden sie aber nicht lösen. Nach wie vor haben wir nämlich weniger ein Gesetzesdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit. Der Rückstau unbearbeiteter Asylanträge beim zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge liegt inzwischen bei rund 370.000 Verfahren. Weitere 400.000 Menschen haben wegen der langen Wartezeiten noch gar keinen Antrag stellen können. Nach Kenntnis der Landesregierung sind in Schleswig-Holstein zudem derzeit knapp ein Drittel, über 30% der Stellen des BAMF besetzt, 56 Vollzeitstellen von 173, das heißt zwei Drittel sind nicht besetzt. Dies wirft ein Schlaglicht auf den desaströsen Verfahrensstand in diesem Bereich. Seit November 2015 vergibt das BAMF bei der Registrierung der Flüchtlinge überhaupt keine Termine mehr für die Annahme von Asylanträgen, womit die Situation bei der Verfahrensdauer seither systematisch verschleiert wird. Man kann dies nicht anders bezeichnen als ein Totalversagen der zuständigen Dienststellen des Bundes, und das liegt im Verantwortungsbereich des Bundesinnenministers de Maizière. Wir haben deshalb an dieser Stelle schon mehrfach gefordert, wir brauchen eine Schutzgewährung von Bürgerkriegsflüchtlingen in einem summarischen Verfahren außerhalb des individuellen Asylverfahrens. Mit unserem Gesetzentwurf zum vorübergehenden Schutz haben wir hierzu schon vor Monaten einen belastbaren Verfahrensvorschlag gemacht, der die Behörden nachhaltig entlastet und das Asylverfahren deutlich beschleunigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, aber wir könnten es doch hier gemeinsam beschließen, Frau Milliard, das wäre schon mal ein Signal. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist nicht nur eine Rechtspflicht, sondern ein Gebot der Humanität. Sie ist aber kein Grund zu euphorischer Freude. Und Flüchtlinge sind Menschen, die Schutz vor konkreter Verfolgung suchen und nicht Mittel zum Zweck, weder ökonomisch noch demografisch oder zur Selbstverwirklichung. Bürgerkriegsflüchtlinge sind nämlich gerade keine Arbeitsimmigranten und im Übrigen auch keine Asylbewerber im Sinne unseres Grundgesetzes. Die Flüchtlingsstellung ist abhängig von der Fortdauer der Verfolgungslage im Heimatland. Sobald sich die Lage in ihrer Heimat bessert, müssten sie zurückkehren. Nur so kann weltweite Flüchtlingshilfe überhaupt funktionieren. Genau das sieht das Völkerrecht auch vor. Die Genfer Flüchtlingskonvention sieht hierfür ein automatisches Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft vor in Artikel 1 C5 der Genfer Flüchtlingskonvention. Der Status des vorübergehenden Schutzes trägt sowohl dem Schutzbedürfnis der Flüchtenden als den Aufnahmen und Integrationskapazitäten unserer Gesellschaft Rechnung. Wer als Flüchtling Schutz sucht, erhält ihn ohne Einschränkung. Wer in der Folge für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, erhält nach Maßgabe eines modernen Einwanderungsgesetzes einen dauerhaften Aufenthaltstitel und damit die Chance, auch Deutscher zu werden. All dies wäre auch ein überfälliges internationales Signal, dass Deutschland solidarisch ist, aber Flüchtlinge in unbegrenztem Umfang nicht dauerhaft aufnehmen kann. Und schließlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss das Vollzugsdefizit bei Abschiebungen beseitigt werden. Bis heute
wird hier rechtsstaatliches Verwaltungshandeln unter dem Deckmantel vermeintlicher Humanität als etwas Anrüchiges betrachtet. In keinem anderen Rechtsgebiet ist eine vergleichbare Positionierung festzustellen, und das sage ich auch im Hinblick auf die Freunde von Bündnis 90, die Grünen und der Kirche. Es käme zum Beispiel niemand ernsthaft auf die Idee, jemanden, der 10 Jahre lang erfolgreich Steuern oder Sozialabgaben hinterzogen hat, aus humanitären Gründen einen Steuerlast zu gewähren oder jemandem nach 10 Jahren unfallfreien Fahrens ohne Fahrerlaubnis allein aus dieser Tatsache heraus eine Fahrerlaubnis zu gewähren. Jede Form von Restriktion zur Herstellung der Ausreisebereitschaft oder zur Erfüllung der dem Ausländer obliegenden gesetzlichen Verpflichtungen wird als menschenunwürdig oder gar als menschenrechtsverletzend gebrandmarkt, um dadurch unter Berufung auf ein quasi höheres Recht die Rechtmäßigkeit jedes Verwaltungshandelns zu desavouieren und ein moralisches Widerstandsrecht zu begründen. Das war ein Zitat, ist nicht von mir, sondern aus der Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission aus dem Jahre 2011 zur Frage des rechtmäßigen Verwaltungshandelns beabschieben. Und ich sage noch einmal, wenn wir nicht dokumentieren, dass am Ende eines Prozesses, wenn rechtsstaatlich festgestellt worden ist, dass ein Bleiberecht nicht besteht, dieses mangelnde Bleiberecht durch Ausweisung und Ausführung und Abschiebung durchzusetzen, dann in der Tat werden die Menschen in Deutschland verzweifeln, denn dann bräuchten wir das Verfahren insgesamt gar nicht mehr, über das wir uns unterhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, was sonst? Also es gibt die Möglichkeit eines Zwischenrufes, aber nicht einer Zwischenrede. Frau Migliati, Sie haben mich an Ihrer Seite, wenn das konsequent gemacht wird. Ich kann Ihnen auch sagen, wie das funktioniert in den Staaten, die momentan erklären, sie nehmen ihre Staatsbürger nicht wieder auf. Das muss man im Zweifel finanziell unterlegen, statt sie zu bedrohen, wie die SPD das macht. Sie müssen die Staaten sozusagen denen etwas geben. Die SPD bedroht Staaten. Herr Gabriel ist derjenige, der sich hingestellt hat und gesagt hat, Menschen, die sich nicht so verhalten, wie wir das uns vorstellen, Regierungen, die sich nicht so verhalten, denen müssen die Mittel gekürzt werden. Im Hinblick auf die Maghreb-Staaten ist eine Aussage des Wirtschaftsministers. Das ist das Empörende, Herr Kollege Dr. Steiner. Dafür sollten Sie in Berlin mal sorgen, dass die SPD mit diesen Drohungen aufhört, statt hier dauernd zu polemisieren. Herzlichen Dank.